aushalten, bis sie mich rauslassen. Du zählst das Handtuch! Wirf das gottverdammte Handtuch! Eure Schutzpunkte gehören uns. Geht klar. Den kenne ich doch. Du bist der Ithaka, der mit Barbaro bei dem Juwelier war. Wegen euch sitze ich in diesem Drecksloch. Nein, du sitzt, weil du ein bescheuertes Arschloch bist. Wisst ihr was, Jungs? Meine Ma hatte recht. Es gibt einen Gott! Und er hat dich hergeschickt, damit ich dir heimzahlen kann. Du Dreckskerl. Und zwar mit Zinsen! Gar nicht mal so schlecht. Wie wär's mit der Wette? Wir lassen alle schaffen. Tritt in den Schädel ein! Ja. Komm schon, du dämlicher Affe! Yeah, reiß ihm seinen Spaghetti-Fresser-Arsch auf! Das wird noch einfacher als damals, als ich deiner Mutter eine Kartoffel in den Arsch geschoben habe. Schlag ihm die Zähne aus! So eine Schwuchte wie dich verputze ich zum Frühstück. So ein paar Schwuchten. Reiß ihm den Arsch auf, O'Neill! Spaghetti-Fresser-Arsch auf! Kämpft! Kämpft! Ja. Oh. Auf ihn! Ja. Schlag ihm die Zähne aus! Ja. Halt ihm den Arsch auf, O'Neill! Jetzt hast du ein wenig Zeit, darüber nachzudenken, was du getan hast. Zusperren! Na gut, O'Neill hat mir fast die Rübe abgeschlagen, aber ich hab mich gewehrt und glaub mir, im Knast zählt das eine Menge. Wie lange wollen Sie ihn noch da drinnen lassen? So lange, bis er seine Lektion gelernt hat. Ach, wen interessiert das? Ist er fit genug, um zu boxen? Denk schon. Nach der Prügelei im Hof haben ihn die Jungs nicht mehr so hart angefasst. Da ist er drin. Aufsperren. Komm in die Gänge, Scaletta. Da will dich jemand besuchen. Mein Name ist Leo Galanti. Ich habe gehört, du willst mich sprechen. Ja, einer von Clementis Jungs hat mir gesagt, sie könnten mir vielleicht weiterhelfen. Scheiß auf Clementi. Ich bin nicht für den Schutz seiner Leute hier drin zuständig. Aber ich habe gesehen, wie du den Ian O'Neill bearbeitet hast. In dir scheint was zu stecken. Komm mit, Kleiner. Alle mal herhören. Das ist Vito. Er gehört jetzt zu uns. Pepe hier hat einen wichtigen Kampf vor sich. Gegen O'Neill. Er braucht einen Sparringpartner. Und nach dem, was ich im Hof gesehen habe, bist du der richtige Mann für den Job. Du hilfst uns ein bisschen, Junge. Und als Gegenleistung stehst du ab jetzt unter meinem Schutz. Wer weiß, vielleicht lernst du ja auch das ein oder andere dabei. So ein Angebot kann ich kaum ausschlagen. Ich mache keine Angebote. Okay, Männer. Dann gehen wir die Sache mal an. Okay, heute arbeiten wir mal an deinem Konterschlag. Vito, verpass Pepe ein paar Schläge. Versuch, sein Riesenkind zu zertrümmern. Pepe, du weichst dem Schlag so aus, wie ich es dir gezeigt habe. Nutz den Schwung und schlag dann zurück. Also, dann legt mal los, Jungs. Gut, Pepe. Zieh dein Riesenkinn ein, verdammt. Ja. Der Kleine ist gut. Wow, jetzt bin ich platt. Hey, ist das hier Sparring oder Kampftraining? Wir disponieren um, Champion. Der Junge hat Feuer im Blut.
Deshalb trainieren wir jetzt Konterschläge. Okay, Vito, kriegst du das nochmal hin? Das kann dir im Ring eine Menge bringen. Die meisten Typen rechnen nicht damit. Nur unser Pepe, der rechnet mit allem. Nicht schlecht, leider. Der saß. Zeig mir nochmal zwei davon. Okay, Mist, noch das eine muss wehtun. Na also, du lernst schnell, Kleiner. Okay, Jungs, für heute reicht's. Gute Arbeit. Wie gut kennst du Clementi eigentlich? Ich bin ihm nie begegnet. Ich hatte nur mit Henry Tomasino und Luca Gorino zu tun. Unglaublich, der Schwanzlutscher Gorino lebt also immer noch. Was hattet ihr für eine Abmachung? Wir erledigen ein paar Jobs für sie und werden in der Familie aufgenommen. Für 5 Riesen. Was? Sowas ist typisch für Alberto. Er kriegt den Hals einfach nicht voll. Warum? Ist das mehr als üblich? Ja, genau 5 Riesen mehr als üblich. Man muss nichts bezahlen, um aufgenommen zu werden. Man holt dich in die Familie, sobald du bewiesen hast, dass du loyal bist, was einbringst und dass du mit dieser Art Leben, klarkommst. Jedenfalls sind das äußerst interessante Neuigkeiten.